So, willkommen zu einem kleinen Video. Ich stelle euch heute, das werden mehrere Videos, und zwar stelle ich euch meine Lieblingsfilme so vor. Ja, fangen wir doch mal gleich mit dem ersten Film an. Und der erste Film, den ich euch zeigen will, ist der hier, 4 für ein Affe Maria. Ja, das ist ein, sag ich mal, Western. Ein harter Western-Film mit einer meiner Lieblingsschauspieler, Terence Hill, und noch einer, Bud Spencer. Hauptrolle ist Eli Wallach. Ja. Ich hab den Film jetzt. Also, ich habe ihn schon öfter geschaut und ich muss sagen, ich finde ihn. Ich finde ihn sehr gut. Und es ist. Es gibt 3 von diesen Filmen. Das ist jetzt dieser. Das ist jetzt der zweite Teil. Eine Trilogie. Und ja, der Film wurde in Italien, Rom, also in Rom, Italien, in Mexiko und in Spanien, oder ja, in Spanien, Mexiko gedreht. Ist da ab 16 Jahren freigegeben, früher ab 18, so viel ich weiß. Und wir müssen mal von hinten an. Die Laufzeit ist ca. 117 Minuten. Ja, hier sieht ihr, wie die von hinten so aussieht. Von Paramount Pictures. Und hier sieht ihr nochmal den Originaltitel Ace High. Von 1968, ja. Und hier könnt ihr das Video pausieren, wenn ihr euch das durchlesen wollt. Also ich, ich muss mal kurz halten, das ist die DVD, das Licht reflektiert gerade eine Sekunde, bin ich wieder, hab das Licht erstmal ausgemacht. Ja, das hier ist die DVD, nicht alles zeigen, sonst sieht man alles, ja, ich muss gerade ein bisschen gucken. Also ich fand den Film schon interessant und muss sagen, er kriegt von mir so 4 von 5, ja. Also ich finde ihn gut. Wenn ihr euch den auch mal anschauen wollt, ich packe euch den Link in die Beschreibung, also den kriegt ihr auf Amazon. Ja, eigentlich ganz günstig. Auf Amazon Prime, wenn ihr das kennt oder auch habt, gab es ihn mal, aber jetzt nicht mehr, warum auch immer. Also ich bin sehr zufrieden mit diesem Film. Schreibt eure Meinung mal zu diesem Film in die Kommentare. Mich würde es auch mal fragen, was euer Lieblingsfilm ist. Ihr könnt ja es auch schreiben, wenn ihr wollt. Ja, würde ich sagen, war's das. Es werden noch mehrere Videos kommen von so Lieblingsfilmen, die ich euch zeige. Also bleibt da auf jeden Fall dran. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.